Die Idee zu diesem Video trage ich schon seit einiger Zeit mit mir herum. Und gerade bei dem, was jetzt passiert in Bezug auf das Urheberrecht in der Europäischen Union, scheint die Zeit gekommen zu sein, es endlich zu produzieren und zu veröffentlichen. Aber irgendwie das Resultat gefällt mir nicht so recht. Ich habe aber dann beschlossen, es trotzdem zu veröffentlichen, vielleicht als so eine Art Diskussionsbeitrag. Denn es ist immer in den Diskussionen die Rede von den Musikern und dass hier aufgrund von Urheberrechten von anderen Geld gemacht wird und so weiter. Und es ist halt nicht ganz so einfach. Und das wollte ich mit dem Video ausdrücken, denn die, die den Inhalt auf YouTube produzieren, das sind doch auch Urheber. Und da liegt einiges im Argen. Okay, aber damit genug der Vorbemerkung. Hier nun das Video selbst. Tim und Struppi müssen leider eine kleine Pause einlegen, denn im Moment geschehen so viele Dinge rund um YouTube und das Urheberrecht und überhaupt und sowieso. Da haben wir einerseits diesen unsäglichen Artikel 13, der jetzt mit Gewalt durch das Europäische Parlament gepeitscht werden soll, obwohl Experten davor warnen. Darum soll es gar nicht gehen, denn die Plattform, auf der wir sogenannten Content Producers unseren Content veröffentlichen, ja, da liegt auch einiges im Argen und deswegen möchte ich heute sagen, YouTube, wir müssen reden. Wer diesen Kanal im Speziellen oder meine Arbeit im Allgemeinen die letzte Zeit verfolgt hat, der wird feststellen, dass sich so einiges geändert hat. Die Gründe sind vielfältig und vielschichtig, das ist richtig. Und ich möchte auf manche Dinge gar nicht so genau eingehen, weil das würde den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Es geht einzig und allein hier um das Problem, das YouTube darstellt. Denn unabhängig von diesem unsäglichen Artikel 13, den ich bereits erwähnt habe und den man immer noch durch das Europaparlament peitschen möchte, gibt es ein paar Probleme der Plattform an sich. Dem einen oder anderen wird zum Beispiel aufgefallen sein, dass die Videos dieses Kanals nicht mehr vollständig sind, was damit zu tun hat, dass sie zum Teil gesperrt wurden. Ich bin also gerade dabei, diesen Kanal neu zu strukturieren und gewisse Fallstricke zu vermeiden. Allerdings ist meine Motivation, das zu tun, nicht unbedingt die beste. Ja, ich habe auch wieder angefangen, regelmäßig Videos rauszubringen. Und ich möchte das tun, eben weil wir 90 Jahre Tim und Struppi haben und ich möchte diese Serie gerne vervollständigen, weil Tim und Struppi etwas ist, das mir am Herzen liegt. Aber trotzdem möchte ich jetzt hier mal ein paar Probleme ansprechen. Eben unter dem Motto YouTube, wir müssen reden. Reden wir doch über die Monetarisierung, die den meisten Kanälen entzogen wurde. An eine Monetarisierung zu gelangen, war zuvor eigentlich relativ einfach. Man meldete sich bei YouTube an, man meldete sich für das AdSense-Programm an, man wurde kurz überprüft und zack kam die Freigabe. Dann gab es im eigenen Video eben Anzeigen oder kurze Werbespots und derjenige, der den Content produziert hatte, der wurde an den Werbeeinnahmen beteiligt. Ein bisschen wie im Fernsehen. Doch dann kam etwas, das YouTube euphemistisch Qualitätsoffensive nannte. Dass es das nicht ist, werde ich nun darlegen. Aber erstmal, wie kam es dazu? Festmachen lässt sich das an einem ziemlich bescheuerten Video eines bekannten YouTubers namens Logan Paul. Wer ist Logan Paul? Das ist er hier, der Kamerad mit dem lustigen Hut. Er ist ein bekannter, kontroverser YouTuber und Influencer, wie man das heutzutage nennt. Er machte schon durch ein paar Aktionen auf sich aufmerksam, so dass manche Leute sich fragten, ob bei ihm im Oberstübchen noch alles im Klaren ist. Und einer der vorläufigen Gipfel seiner Aktionen war etwas, das letztes Jahr stattfand. Und das in Konsequenz zur Qualitätsoffensive führte. Wobei die Frage sich stellt, ob es wirklich der einzige Auslöser war oder ob YouTube diesen Plan der Qualitätsoffensive schon in der Schublade hatte und eigentlich nur darauf wartete, ihn zu starten, und Logan Paul lieferte den Grund. Doch was war passiert? Ja, Logan Paul hatte die Idee zu einem Video. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, an was für einer extremen Form von Bildungsdisparität ein Mensch leiden muss, dass ihm nicht einfällt, dass das folgende Szenario einfach eine Scheißidee ist.
Logan Paul ist nämlich nach Japan geflogen. Nun, das an für sich ist noch nichts Schlimmes. Obwohl, doch, es ist was Schlimmes, weil ich kapier's nicht, warum die Amerikaner ihren Schrott immer in anderen Ländern abladen wollen. Na gut, in dem Fall waren die Japaner eben dran. Die Armen. Logan Paul war also in Japan und er kam auf den wahnsinnig genialen Gedanken, den Aokigahara zu besuchen. Der Aokigahara ist ein Wald und befindet sich am Fuß des Fuji. Traurige Berühmtheit erlangte der Wald unter der Bezeichnung Suicide Forest, also Selbstmordwald. Das Thema Selbstmord ist natürlich ziemlich heikel. Und in dem Fall liegt es daran, dass in einigen Teilen der Bevölkerung von Japans immer noch die alte Tradition verhaftet ist, dass wenn man mit etwas nicht klarkommt, zum Beispiel dem Leben oder einer bestimmten Situation, dass der Selbstmord der einzige Weg ist, ehrenvoll aus einer Sache herauszukommen. Warum aber ausgerechnet der Aokigahara genutzt wird, das liegt zum einen an einigen urbanen Legenden, die man überall im Internet nachlesen kann, zum anderen auch an dem Umstand, dass der Wald sehr dicht ist. Das heißt, sobald man dort die offiziellen Wege verlässt, gerät man in ein Dickicht von Bäumen und Gebüschen, in dem man sich leicht verirren kann. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass jemand, der nicht gefunden werden will, eben von den Wegen abweicht, sich im Wald ein Versteck sucht und tatsächlich auch nicht gefunden wird, bevor es zu spät ist. Suizidanten werden teilweise erst Tage, manchmal auch Wochen oder Monate, in einigen Fällen sogar erst Jahre später gefunden. Beziehungsweise dann findet man natürlich nur noch ihre Überreste. Wenn man sich also in einen Wald begibt, der Selbstmordwald genannt wird und dort die Wege verlässt, dann muss einem klar sein, was einen da unter Umständen erwartet. Das ist doch eigentlich logisch. Naja, und dann gibt es da Logan Paul. Er ist mit seinen Kumpels und Kameras bewaffnet in den Aokigahara gegangen. Und zwar genau in dieser albernen Aufmachung, in der man ihn auf diesem Bild sieht. Mit diesem albernen Hütchen, das einen der Außerirdischen aus dem Film Toy Story wiedergibt. Und es kam, wie es kommen musste. Die von der Muffe gepuffte Bande von YouTubern fand tatsächlich die Leiche eines Suizidanten, der sich erhängt hatte. Doch damit nicht genug. Sie filmten sich dabei, wie sie auf den Toten reagierten, feigsten und unangemessene Kommentare machten. Ihr denkt, das reicht? Nein, natürlich nicht. Es muss ja noch einen draufgesetzt werden. Nein, also nicht nur, dass sie sich filmten, sie filmten auch noch die Leiche dieses Menschen. Und nicht nur das. Nein, es gibt noch eine Steigerungsform. Das Bild der Leiche wurde als Vorschaubild für das Video verwendet, das sie dann bei YouTube hochluden. Und dann geschah etwas, womit der arme Logan Paul ja überhaupt nicht hatte rechnen können. Es gab nämlich einen Skandal. Nein! Es gibt ja diesen Spruch, jemand ist dumm wie 3 Meter Feldweg, aber ich frage mich in dem Fall, ob der Feldweg nicht doch klüger ist. Und dann geschah das, was YouTube auf den Plan rief. Nämlich, die Anzeigenkunden sprangen ab, weil sie natürlich sagten, hey, wir wollen unsere Anzeigen nicht im Rahmen von Leichen schalten. Was ja ganz verständlich ist. YouTube musste reagieren und sie reagierten nicht einfach nur, indem Logan Paul bestraft wurde, sondern es kam die Qualitätsoffensive, tata, und hier wurde es unangenehm für die anderen YouTuber. Die sich nichts zu Schulden hatten kommen lassen. YouTube verkündete nämlich die große Qualitätsoffensive. Ab sofort würden nur noch qualitative Inhalte die Möglichkeit bekommen, ihre Videos monetarisieren zu lassen. Ja. Zumindest haben sie das gesagt. Was diese Qualitätsoffensive beinhaltete, war allerdings ein Schlag ins Gesicht der meisten YouTuber, die einfach nur ehrlich ihre Videos produzieren. Es zeigt sich ganz eindeutig, dass diese Offensive den Namen Qualität eigentlich nicht verdient. Von nun an gab es nämlich restriktive Vorbedingungen, um die Monetarisierung zu erlangen. Und tatsächlich, jeder Kanal, der bestand und die Bedingungen nicht erfüllte, der bekam die Monetarisierung postwendend entzogen. Ja, aber, höre ich die Leute schon sagen, ist das denn nicht gut, dass nur noch qualitativ hochwertige Videos monetarisiert werden können und der ganze Schrott, den es auf YouTube gibt, dass der eben nichts damit verdient, dass er Schrott produziert? Naja, schauen wir uns diese Bedingungen doch mal an. Dabei fällt auf, dass diese Bedingungen natürlich nur aus der amerikanischen Perspektive herausgedacht wurden.
Bedingung Nummer 1 ist, der Kanal muss eine bestimmte Anzahl von Abonnenten haben, bevor er monetarisiert werden kann. Die Zahl dieser Abonnenten wurde ziemlich willkürlich auf 1000 festgelegt. Und schon an dieser Hürde scheitern meine persönlichen Kanäle. Naja, und sehr viele andere auch. Nischenkanäle zum Beispiel, die sich um irgendetwas kümmern, ja, das halt nun mal nicht so viele Zuschauer und so viele Abonnenten anlockt. Das gibt's, und da gibt's hochwertige Sachen. Ja, aber die 1000 steht nun fest. Im Fall dieses Kanals hier vom fantastischen Projekt würde das bedeuten, dass jeder meiner Abonnenten 4 Freunde überzeugen müsste, den Kanal auch zu abonnieren, dann käme ich sicher drüber. Aber bevor ihr jetzt anfangt, E-Mails zu schreiben, bitte tut das nicht. Und das aus 2 Gründen. Erstens hätte ich gern Abonnenten, die das Zeug, das ich so produziere, auch angucken. Also die Freude daran haben, denen das gefällt. Und zweitens, es würde nichts bringen. Es gibt nämlich eine zweite Bedingung und die ist wesentlich schwerer zu erreichen. Beziehungsweise nein, für manche Kanäle ist es schlicht unmöglich. Von dem Material, was auf einem Kanal veröffentlicht wurde, müssen nämlich 4000 Stunden pro Jahr angeguckt werden. Jetzt hört man sagen, naja, 4000 Stunden pro Jahr, na, ein Jahr ist ja ziemlich lang, so 12 Monate, 52 Wochen, das müsste man doch hinkriegen, oder? Nein, nein. Wenn man es runterbricht auf einen Tag, also 24 Stunden, heißt das, dass innerhalb dieses einen Tages 11 Stunden Material von einem Kanal angeguckt werden müssen. 11 Stunden pro Tag. Ein Jahr lang. Ja, und es ist ja nicht damit getan, dass man die Bedingung halt einmal erfüllt. Nein, nein. Sobald man die Bedingung nicht mehr erfüllt, wird einem die Monetarisierung wieder entzogen. Und sehr viel und sehr langes Material, das bei sehr vielen Leuten beliebt ist, sowas zu produzieren und auch noch mit möglichst wenig Aufwand, das kriegt nur eine bestimmte Sorte YouTuber hin, nämlich die Gamer und ihre Let's Plays. Noch dazu, wenn ich vorhin gesagt habe, dass das Ganze aus der amerikanischen Perspektive gedacht ist, es hat natürlich damit was zu tun, dass die amerikanischen YouTuber ihre Videos natürlich auf Englisch machen, weil es ihre Muttersprache ist. Und damit von vornherein schon mehr Leute erreichen als zum Beispiel jemand, der Deutsch spricht. Oder, naja, wenn wir jetzt mal so eine etwas ungewöhnliche Sprache nehmen wie Finnisch, die haben ja überhaupt keine Chance mehr, weil wie viele Leute auf der Welt sprechen Finnisch gegenüber Englisch? Das Land Finnland hat nur knapp 5,5 Millionen Einwohner. Ich meine, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das hat doch nichts mit Qualität zu tun, was YouTube hier tut, sondern nur mit Masse. Nur diejenigen, die viele Leute dazu bringen, möglichst viel Video anzugucken und auch viel Material innerhalb kürzester Zeit produzieren können. Und das ständig. Ja, die kriegen ihre Monetarisierung. Der Rest kann sehen, wo er bleibt. Ja, aber um hier gerade mal zu einem anderen Thema überzuleiten. Die Monetarisierung selbst verläuft auch nicht so ganz fair. Es wird sich ja immer beschwert, dass Videos produziert werden und dass da urheberrechtlich gestützte Stücke, zum Beispiel Musikstücke, verwendet werden und dass hier quasi Kohle gemacht wird auf dem Rücken von anderen Urhebern. Nehmen wir mal an, ein YouTuber produziert ein Video und verwendet ein urheberrechtlich geschütztes Lied. Und dieses Lied wird von der Datenbank von YouTube erkannt als urheberrechtlich geschützt. Da passiert nämlich Folgendes: Der YouTuber verliert die Monetarisierung von diesem Video komplett. Und alle Einnahmen, die mit dem Video gemacht werden, gehen an den Urheber des Liedes. Und das ist unfair, denn das Lied macht ja nur einen Teil dieses Videos aus. Wenn ich zum Beispiel ein 2 Stunden langes Video produziere, also 2 Stunden, 2 mal 60 sind 120 Minuten, und ich verwende ein 3-Minuten-Stück, ja gut, exakt lässt sich das nicht aufrechnen, weil das Lied ist ja nur akustisch und es gibt ja immer noch Bilder, die während des Liedes laufen. Aber spaßeshalber nehmen wir es mal absolut. Also wir haben 120 Minuten Video, davon 3 Minuten urheberrechtlich geschütztes Stück, macht immer noch 117 Minuten produziertes Video von jemandem anderen, wo der Produzent des Videos nichts dafür kriegt. Das ganze Geld geht an denjenigen, der das 3-Minuten-Stück produziert hat. Das ganze Geld für die 120 Minuten. Es wird nicht aufgeteilt oder prozentual angerechnet oder sowas. Nein. Videoproduzent kriegt 0, Produzent von dem Lied alles.
Das gleiche gilt übrigens auch für Videoausschnitte, also nicht nur für Musikstücke. Wenn ich einen Videoausschnitt verwende, auf dem jemand anders das Urheberrecht hat, auch wenn ich das zu Dokumentationszwecken mache oder zum Zweck der Parodie, wenn der Ausschnitt erkannt wird, zum Beispiel von einem Upload-Filter, tja, dann habe ich gelitten. Dann kriegt derjenige, der da das Urheberrecht angemeldet hat, alles oder kann das Video sogar sperren lassen. Das ist mit einer der Gründe, warum einige Videos vom Anfang dieses Kanals fehlen, warum ich gerade dabei bin, das aufzubereiten und zu überarbeiten. Nur Spaß macht's nicht. Die immer wieder kolportierte Behauptung, dass YouTube-Produzenten einfach nur Geld verdienen mit der Arbeit von anderen, die stimmt so schlicht und ergreifend nicht. Wie man hier sieht, gibt es sogar einen Überhang in die andere Richtung. Die Konsequenzen, die sowas nach sich zieht, die wurden sehr unterschiedlich gehandhabt. Mal war es eben so, dass die Monetarisierung einfach weggenommen wurde, wenn das System etwas erkannt hatte oder auch nur glaubte, etwas erkannt zu haben, was eventuell urheberrechtlich geschützt sein konnte. Es konnte aber auch mal sein, dass ein Kanal eine Strafe erhielt. Und hier wird's schwierig. Solche Strafen kann man nämlich nicht nur wegen irgendwelchem angeblichen oder tatsächlichen Urheberrechtsverstoß bekommen, sondern auch, wenn man gegen die Community-Richtlinien verstößt. Und da ist die ganze Geschichte nachgerade bigottisch. Man kann es nicht anders formulieren. Ich meine, wir alle haben uns ja schon mal lustig gemacht darüber, wie prüde die Amerikaner in gewisser Hinsicht sind. Und YouTube ist ein amerikanischer Konzern. Warum sollte es da anders sein? Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Doris und ihrem YouTube-Kanal. Doris ist Wissenschaftlerin und hobbymäßig Freitaucherin. Sie hat einen Videokanal gemacht zum Thema Freitauchen, in dem sie auch immer wieder wissenschaftliche Dinge so ein bisschen thematisiert hat. Zum Beispiel ist sie sehr engagiert, was die Geschichte um den Klimawandel betrifft. In ihren Videos sieht man sie beim Freitauchen. Und manchmal, da hat sie so ein paar Aktionen gestartet. Zum Beispiel auf dem Bild hier, Epic Underwater Fail. Das stammt aus einem Video, in dem sie versucht, unter Wasser im Meer einen Schirm aufzuspannen. Wie der Titel verrät, das ist nicht so ganz gelungen. Oder hier, das ist sie beim Besuch vom Y40. Das ist ein Tauchpool im Norden Italiens. Ich hatte ihren Kanal abonniert, denn ich bin ja selber auch Taucher. Und habe selber einen Kanal, die Flat Flute Divers, wo es auch ums Tauchen geht. Und dann wollte ich eines Tages mal gucken, ob es wieder neue Videos gibt, rufe ihren Kanal auf und was ich sehe, ist das hier. Dieses Konto wurde aufgrund wiederholter oder schwerwiegender Verstöße gegen die YouTube-Richtlinie zu Nacktheit oder pornografischen Inhalten gekündigt. Meine erste Reaktion war: Hä? Was? Wie? Nacktheit? Pornografie? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich habe daraufhin Kontakt mit Doris aufgenommen und sie weiß auch nicht, was passiert ist. Ihr Kanal ist ohne Vorwarnung, zack, gelöscht worden. Und sämtliche Videos, die sie hochgeladen hat. Na, nicht nur ihr Kanal, das ganze Konto wurde gelöscht. Aber schauen wir uns doch mal mit freundlicher Genehmigung von Doris eins ihrer Videos an. Was denn da so skandalös dran ist? Ja, okay, eine Frau im Badeanzug. Ja gut, es ist eher ungewöhnlich, dass sie in, weiß nicht, 10, 15 Meter Wassertiefe Hanteln stemmt. Aber das ist ja eigentlich nichts Pornografisches. Das ist eher eine bewundernswerte Leistung. Und das ist das Problem. Was genau passiert ist, wird man wahrscheinlich nie herauskriegen. Denn durch die ganze Löschung hat Doris auch keine Möglichkeit mehr, Widerspruch einzulegen gegen irgendwas. Ihr Account ist weg. Aber es gibt einen sehr starken Hinweis. Bei den Videos, die sie so produziert hatten, waren auch ein paar dabei, in denen sie ein paar ungewöhnliche Aktionen gemacht hat. Eben, wie man gerade gesehen hat, dieses Hanteln stemmen im Y40. Oder aber in anderen Videos ist sie ins Meer abgetaucht, um einen Striptease zu machen.
Erregung, Aufruhr, Striptease. Ja, sie hat es Striptease genannt. Aber sie war nicht wirklich nackt. Sie hat halt noch Klamotten über ihrer Badekleidung getragen und die Klamotten, die sie drüber getragen hat, die hat sie ausgezogen. Und zwar in 20 Meter Wassertiefe. Ich meine, wie gesagt, das ist nichts Skandalöses. Das ist eher was Bewundernswertes. Vermutlich hat sich irgendein Algorithmus an dem Namen Striptease gestört. Und ja, hat dann einen Strike verteilt und dann noch einen und schwupps war der Kanal weg. Die zweite Möglichkeit ist tatsächlich, dass irgendjemand die Videos von Doris gemeldet hat. Das würde allerdings bedeuten, dass ein Mensch sich diese Videos angeguckt hat, um zu kontrollieren, ob das tatsächlich stimmt, was da gemeldet wurde. Ja. Das würde bedeuten, dass ein Mensch vorher diese Kontrolle durchgeführt hat und ihr Account trotzdem gelöscht wurde, obwohl eigentlich gar nichts Außergewöhnliches, nichts Pornografisches, keine Nacktheit passiert ist. Ja, aber wenn ihr jetzt sagt, wer weiß, vielleicht hat die nackte Haut außerhalb des Badeanzugs schon ausgereicht. Dann wollen wir doch zum Spaß mal nachgucken bei YouTube, was wir da sonst noch für Videos finden, die nicht gelöscht wurden. Dazu muss ich natürlich die richtigen Suchworte eingeben. Also zum Beispiel Frau, Bikini, unter Wasser. Ach, guck mal, was sehen wir denn da gleich als erstes oben? Sexy Bikini-Shooting unter Wasser. Mhm. Ah ja, und da, Luft anhalten nackt. Ja, und überhaupt lauter Frauen in Bikinis. Sexy Drowning. Mhm. Sexy Underwater. Mhm. Mit anderen Worten, irgendwas ist hier gewaltig schiefgelaufen. Und das Problem ist, dass Doris sich nicht zur Wehr setzen kann, weil sie ja keinen Account mehr hat. Und es ist verdammt schwierig, ohne Account mit irgendjemandem bei YouTube Kontakt aufzunehmen. Und hier zeigt sich wieder eine Ungerechtigkeit von kleinen Kanälen gegenüber großen Kanälen. Die großen Kanäle, die viele Fans haben, die haben eine Fanbasis, die sie aktivieren können und denen sie sagen können, hey, kontaktiert die doch mal über Twitter oder auf der Facebook-Seite oder irgendwie sowas. Wenn viele solche Nachrichten eintreffen, ja, dann klappt's auch wieder mit dem Kanal. Ja, was sehen wir also an diesem Beispiel und an den Beispielen, die ich davor schon erklärt habe? Die Plattform YouTube entwickelt sich in eine ungute Richtung. Das Ganze wird Qualität genannt, aber es geht doch nur um Masse. Kleine Kanäle fallen einfach mal hinten runter. Sie haben keine Lobby, keine Fans, die für sie eintreten. Ja, und dann verschwinden sie halt im Orkus. Und sollte der Artikel 13 des Urheberrechts durchkommen, was ich nicht hoffe, aber befürchte, dann wird es noch schlimmer werden. Denn anstatt die Position zu schwächen oder was auch immer mal gehofft hatte, was man mit YouTube da anstellt, wird die Position sogar noch gestärkt. Denn hinter YouTube steht Google und da ist Geld vorhanden. Die können einiges machen. Im Klima von Artikel 13 werden Konkurrenzplattformen zu YouTube einfach nicht entstehen, weil es unmöglich ist. Weil man dafür richtig ordentlich Startkapital bräuchte, das man ja irgendwo herkriegen muss. Und das Risiko, irgendwann doch den Hammer von Artikel 13 zu spüren zu bekommen, das wird keiner in Kauf nehmen, der ein Startup gründen möchte. Kleine Content-Produzenten haben dann auch irgendwie keine Möglichkeit, irgendwas zu unternehmen. Wenn Videos gesperrt werden, naja. Wenn man einen Strike bekommt, naja. Man kann natürlich Widerspruch einlegen, das ist richtig. Aber es kann dauern, bis der bearbeitet wird. Und bis dahin kann es sein, dass man zum Beispiel keine neuen Videos hochladen kann. Oder aber man stellt, wie Doris, fest, dass der Kanal auf einmal weg ist. Einfach so. Ohne Einspruchmöglichkeit. Und falls jetzt jemand sagt, naja, da muss man sich halt unabhängig von YouTube machen. Naja, und dann? Vor allen Dingen wie? Die Videos etwa selber auf einer Webseite hosten? Mhm, okay. Ja, und Reichweite? Das ist das Problem. Auf YouTube kommen die Leute, weil sie Videos finden wollen. Auf irgendeine x-beliebige Webseite eher nicht. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Puh, ich kann euch auch keinen Rat geben,
was da endgültig zu tun ist. Aber eine Kleinigkeit, die kann ich euch sagen. Die Urheberrechtsreform, die wird zu einem Prüfstein für die Europäische Union werden. Zu einem von vielen Prüfsteinen, den wir uns im Moment zu stellen haben. Und die EU muss sich entscheiden, welches Bild sie nach außen abgeben will. Das der verbürokratisierten Verwaltung, die sich von Lobbyisten schmieren lässt? Oder vernünftigen Menschen, die auf Einwände eingehen und diese nicht abkanzeln und sagen, das sind ja eh alles Bots? Ich meine, die Proteste gegen Artikel 13 und so weiter, die haben eindeutig gezeigt, wir sind keine Bots. Und zum Schluss noch eine Kleinigkeit. Falls ihr wegen des Videos, das ich hier gezeigt habe, neugierig geworden seid auf Doris, ja, dann geht doch rüber zu Twitter und besucht sie dort einmal. Richtet ihr schöne Grüße aus und sagt ihr, dass ich euch geschickt habe. Aber bitte seid freundlich, ja? Wir sind doch alles zivilisierte Menschen, oder nicht?